Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Seit heute ist Heiterei in den Raids. Das ganze Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag. Und wieso mache ich das Video? Es ist ganz wichtig, dass ihr Heiterer farmt, wenn ihr Terra-Stücke braucht. Denn der gibt einen Arsch voll Terra-Kristallstücke. Und ich wollte euch mal kurz einen kleinen Tipp geben. Der ist immer Stufe 5. Was so die besten Pokémon für alle Typen sind, weil der kann in allen Typen vorkommen. Ihr könnt also von jedem Typ Terra-Kristallstücke besorgen. Und da seht ihr schon, das ist schon down. Ganz wichtig ist, ihr müsst unbedingt physische Pokémon nehmen, so wie Koraidon zum Beispiel. Dann ist der gar kein Problem. Und wir gucken jetzt mal auf die Belohnungen, wieso das so wichtig ist, dass ihr euch die Heiterers holt. Weil das lohnt sich extrem, um Terra-Stücke zu farmen. Das war jetzt hier Unlicht. Und ihr kriegt 5 Stahl, 5 Fee, 5 Drache, 5 Unlicht, nochmal 2 Unlicht, nochmal 3 Unlicht, nochmal 3 Unlicht. Und 3, 6, 6 XL-Bonbons und 10, 15 L-Bonbons und nochmal 2 Sonderbonbons. Also das lohnt sich extrem, den zu machen. Und ich habe mir mal 6 Pokémon zusammengestellt, die alle Typen von Heiterer abdeckt und die countern. Koraidon habt ihr ja gerade schon gesehen, mit Typ Kampf seid ihr gut gegen. Unlicht, Stein, Stahl, Eis, normal. Und dann haben wir hier noch Dragoan mit Terra Flug gegen Pflanze und Käfer und auch Kampf. Mauzinger für Stahl, gegen vor allen Dingen gegen Fee. Knackrack für Boden mit Erdbeben, gegen Gift und vor allen Dingen gegen Elektro, weil Elektro hat nur eine Schwäche und das ist halt Boden. Dafür braucht er auf jeden Fall einen Boden-Pokémon. Maskagato entweder als Blumentrick Pflanzen-Pokémon gegen Wasser und Stein und Boden und so. Oder mit Abschlag gegen Psycho, Geist, alles was für Unlicht ist. Cherox ist wichtig mit Käfer gegen Psycho und gegen Pflanze. Und damit solltet ihr alle Typen auf jeden Fall abgedeckt haben. Ich werde heute bis 17 Uhr Heiterer fahren, weil ich unbedingt die Terra-Stücke brauche. Es gibt ein paar Terra-Stücke, die ich unbedingt brauche. Sowas wie Elektro und vor allen Dingen Boden und so. Da habe ich nie welche von. Oder Feuer. Feuer, gut, was das sagen. Da gehe ich jetzt so direkt mal hin. Wenn ihr da mitmachen wollt, kommt gerne ins Stream vorbei. Ich bin jetzt live und werde den ganzen Tag, wie gesagt, bis 17 Uhr, hier ihr seht, ganz viele Raids, ne, machen. Weil die echt übel easy sind. Es ist wirklich richtig, richtig einfach, Terra-Stück zu farmen. Macht das unbedingt. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like auf dem Video da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Follow auf dem Kanal da, würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.